Ja, hello oder hallo. Where is the camera? So sorry for everybody out there. We are new to the streaming world, but we are very happy to have a super tight team here on board, and I can all see here in front. That's our audience today, and I hope some of you may click in tonight for a little show by Seas, the brothers Selke. Die Brüder Selke sind mal wieder da. Genau, hier ist die Kamera, hallo. Jetzt wird geflirtet mit der Kamera, nein. No, so we are very happy to be here. That is Daniel, our piano player for tonight. And and I play the cello, as you can see. And so I hope you have a nice tour. Trip is a little bit heavy, but we will play some sketches from new ideas and also some familiar tracks you may know from previous show, from Cosmos Concerte or from our albums. We have it here put there because sometimes we even forget that we have releases, but this in this dark times, it was the only thing that we remember. Okay, we were musicians, and once upon a time, we played music together on stage. And so, thank you first of all to the whole team. Normally, I say it at the end, but today I say it in the front to the fantastic Cosmos Concerte team, which we are part of. But we do our job now here on the stage. Thanks to Elias, Christina, Anja, Carlo, Anne und Lukas, Hanna, Christian behind, of course, he is not in the room because he checks all the streaming. So thank you for this little team here. And auch wenn wir euren Applaus heute nicht sehen und hören, geben wir unser Bestes und wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß auch ein paar neuen Klängen. Das erste Stück zum Beispiel sagt euch gleich mal der Pianist an. In der Zwischenzeit tauschen wir die Instrumente. Ja, es gibt eigentlich gar nicht viel zu sagen. Du hast ja eigentlich schon alles gesagt. You already told, durch Präteritum, ne? Keine Ahnung. Ansonsten, was gibt es zum ersten Stück zu sagen? Es ist eigentlich, wir wissen selber nicht mehr, wie es eigentlich heißt. Es hat schon so viele andere Namen. Heute ohne die Elektronik ist es halt nicht Trabanten, sondern vice versa. Also, weil wir auch nur beide hier vielleicht vice versa getauscht haben. Heißt umgekehrt, ja. Ich dachte, alle können Latein, deswegen. und wir spielen das nächste Stück. Ich habe das jetzt überbrückt. Es reimt sich auch noch fast. Und wir spielen jetzt einen Bekannten. Okay. Dann kannst du ja schon anfangen. Ich stöpsel mich noch in die Ohren und dann. Thank you.
Da ist das Mikrofon und überall sind Kameras und Menschen. Aber nur von hier. ja, wie hieß das Stück? Das ist eigentlich eine gute Frage. War jetzt ja auch so, es ist inspiriert von Wende und wird aber wahrscheinlich einen anderen Namen irgendwann mal haben. Und das Schöne ist ja, klar, hier stehen jetzt so ein paar Alben und so, aber wir haben auch an unserem nächsten Album gearbeitet, das wahrscheinlich im Oktober rauskommen wird. Jetzt kommen auch so Step by Step so die Singles raus und ja, das ist eigentlich was, ja, Musik halt. Wir machen Musik. Und als nächstes spielen wir gar nicht mehr so viel, aber dennoch spielen wir was. Und noch eine Skizze basierend auf, ich kann ja eigentlich mich so feiern lassen von dir, ist ja sehr gut. Ja, da grüße ich gleich mal die Emilia, die jetzt auch zuguckt, die nämlich bis heute noch ganz fleißig an diesem Video gearbeitet hat, so mit Zeichnungen, Dinge, die ich niemals können werde. Ich bin begnadeter Aquarellzeichner, sprich der Tuschkasten wird mit Wasser gefüllt. Dann entsteht mein Bild. Aber Emilia hat das richtig wunderschön gemacht und ja, das müsste dann irgendwann, glaube ich, sogar mal rauskommen, dieses Video. Keine Ahnung. Und ja, jetzt spielen wir noch das nächste Stück. Ohne Titel. Einige werden vielleicht sich an den Herbst erinnern. Ach so. Da gibt's einen Namen. Das ist schon mal gut, weil dann weiß ich wenigstens, welches wir jetzt spielen. Ja, please, for the end, encore en France, français. Peut-être. The next piece is called Fall. Ah, okay. I thought here is a microphone in front of me. No, it's 1, 2, 3 and a pickup. So, but I have a fourth one now. It's okay. And the next track is called, is based on Fall and has not yet a name. But yeah, you can send us your ideas. And then in the end, we choose our own idea. No. So thank you for listening so far. I hope everything is in sync, of course. And again, thank you on this working team here. It's amazing for us after this big shutdown. Thank you very much.
Dankeschön. So now it's time to say goodbye. No. Sebastian has got tears in his eyes. Yeah. Normally it's when we have fog on the stage or heavy light. This time it's your turn and not mine. It's nice so I can talk. We will play ein Stück. Und Eichenthal, das war jetzt nicht wirklich abgesprochen, aber wir machen es einfach, weil die Zeit noch ein bisschen reicht, bevor dann alle Stream-Sachen radikal zu Ende sind. Und dann vielleicht noch eine Zugabe nach dem stürmischen Applaus, den wir hier bei vollem Haus haben. Und also Eichenthal, hast du da noch dein Delay-Dingens? Dass du es an hast? Sehr gut. Thank you.
last track. Is the microphone on? Yes. Hi. The last track is called Hiddensee, so you know it from our latest album, Hiddensee. It's the same name. And it's also a little duality in between and the balance. And maybe this can also be, or could also be, a balance between before and after the lockdown. So we are very happy to make it possible with this incredible team here again. And yeah, thank you for this amazing piano player on my left side, or on your right side, and to my cello, what is still working. And yeah, we hope to see you soon, maybe this year, here in Cosmos Concert. This one was number 31. And will continue, so follow this the path of Cosmos Concerte. And Anja is a little bit, yeah, okay, I know. Also folgt dem Pfad, wollte ich sagen, also dem den Link und the path, path. so in this sense, in diesem Sinne, I am very happy that we play now our last track, because my finger is bleeding already, because I did not play so for such a long time that I have a blase here, blaze. And so, so we finish now, but hope to see you soon, here or there. Follow us and follow this incredible team. Thank you. See you soon.
That's it. Thank you. Thank you. Out. Out. Gib mir mal. Ja, gib mir mal. Ich darf nicht so nah ran. Ach so. Dankeschön. Aber das Mikro teilen. Schönen guten Abend, hallo. Ich meine, auf Wiedersehen wird das erst. Dankeschön, Daniel und Sebastian. Wieder ein Fest mit euch. Und danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt, mit uns das erste Mal zu dieses Stream auszuprobieren. Mein Name ist Anja, ich bin hier vom Team, nicht nur der Kosmos-Konzerte, sondern auch von RZ Spektral. Das war das dritte Konzert, das wir gestreamt haben. Es gab 6-mal live Teleshopping, 6-mal unseren Eva-Talk. Und das ist jetzt vorerst das letzte Mal. Erstmal, wir sind zuversichtlich, dass wir weitermachen. Die Frau hinter der Kamera würde sich auf jeden Fall sehr freuen. Genau, das war es erstmal von RZ Spektral, einer digitalen Sendeplattform, die wir im April initiiert haben, in einem großartigen Team aus 10 Menschen hier aus Potsdam im Bereich Design, Film, Kunst, Fotografie und alles Mögliche, was man so braucht, um so einen Sender ganz schnell auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an euch alle und vielen Dank an das fördernde Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg. Dankeschön, dass ihr da, ich meine Sie in der Verwaltung, so flexibel waren und die Mittel Corona-bedingt schnell und passend und nützlich umzuwidmen. Dankeschön. Ich kann das mit der Kamera flirten noch nicht so. Ich mag immer wieder weggehen, aber gut. Genau, wir sehen uns bestimmt wieder hier bei RZ Spektral oder am 3. August bei dem nächsten Kosmos-Konzert. Das machen wir dann nämlich draußen bei gutem Wetter und in echt, wenn die Lage es dann erlaubt, mit dem großartigen Schlagzeuger Andy Haberl aus Berlin, dem Schlagzeuger von The Note Twist. Alles richtig gemerkt, super. Am 3. August dann wieder hier zusammen in echt. Schönen Abend noch. Tschüss.